Die Ehe meine Eltern war eine Mésalliance. Das heißt, die waren aus zwei verschiedenen Welten. Mein Vater war aus der polnischen Familie, meine Mutter aus der deutschen Familie. Die haben sich bei einer, die beide waren an der polnischen Bahn tätig und bei einer Weiterbildungsmaßnahme haben die sich kennengelernt und lieben gelernt, ohne von der Vergangenheit zu wissen. Die Vergangenheit hat sie leider überholt und so haben die auch nicht die Möglichkeit oder die Familien haben die Möglichkeit nicht gegeben, miteinander weiterzuleben und uns als Ehepaar, Ehepaar zu fungieren, zu leben. Also das war nicht so möglich, aber das erzähle ich jetzt. Wieso? Das war nicht nur die deutsch-polnische Geschichte, aber mein Großvater väterlicher Seite war in fünf verschiedene Konzentrationslager und in dem fünften ist er ums Leben gekommen und das war im Buchenwald bei der Befreiung. Nach der Befreiung, ein paar Tage später, ist er am 14. April ums Leben gekommen und die Familie von meinem Vater konnte das natürlich nicht wahrhaben, dass der Sohn jetzt eine Frau geheiratet hat, die aus einer deutschen Familie stammt, wo der Vater im Krieg war und in der Wehrmacht gedient hat. Jetzt nachhinein kann ich das ja natürlich auch verstehen, weil das, die Wunden waren sehr frisch. Aber die haben wirklich als junge Leute keine Chance gehabt, wirklich die Liebe auszukosten und als ja, ein Paar zu leben. Und mich hat das natürlich auch lebenlang begleitet und die Briefe von den Konzentrationslagern hat meine Großmutter immer aufbewahrt und die waren in so einer Hölle und sie hat das auch zelebriert, rauszunehmen und auch die zu lesen. Und ich war auch als Kind auch zwischen den Fronten einfach da, zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Ich habe zwar bei meiner Mutter gelebt, aber meinen Vater auch regelmäßig besucht und den kannte ich und das war auch mir nicht verboten, zu ihm zu gehen, oder? Aber das war nicht so einfach.